Herzlich willkommen im Rathaus Spandau, in dem, was man früher mal Ratskeller nannte. Seit der Einweihung der Verlängerungsstrecke der U-Bahn Linie 7 von Klingelsdamm und Oberdamm bis zum Rathaus Spandau ist ein Vierteljahrhundert vergangen. Es hat sich manches auf der Welt verändert. Vieles zum Positiven, manches nicht unbedingt zum Positiven. Aus dem Ratskeller Spandau ist eine Systemgaststätte geworden. Für uns Spandauer nach der Wiedervereinigung das zweitwichtigste Ereignis. Der 1. Oktober 1984 war in vielerlei Hinsicht wichtiges Datum für uns. Wenn eingefleischte Genossen bei sind, mögen sie mir es verzeihen, das ist nicht böse, ich meine, aber ein bisschen frotzeln würde ich schon. Die Freie und Harte Republik Spandau hatte sich zum 1. Oktober 1984 auf ein großes Fest vorbereitet, weil die Berlinerinnen und Berliner es nun endlich geschafft haben, ihr Lockangebot und Versprechen zur Zwangsehe, nämlich uns in ihr U-Bahn-Netz mit einzubeziehen, nach 60 Jahren nun endlich verwirklicht haben. Denn das, was sie überall erzählt haben, wir seien ja über Ruhleben schon angebunden, war natürlich eine plumpe Lüge. Eine plumpe Lüge oder Ausrede, mildern wir man mal ab, nicht? Eine plumpe Ausrede der Berliner, weil die Stadtgrenze nach Spandau überschreitet man in Ruhleben erst dann, ja, mit einem riesen Schritt aus dem U-Bahnhof rauskommen wollen, nämlich die Kante des U-Bahnhofs in Charlottenburg. Also wir waren nicht drin. Man hat also mit viel Aufwand und Mühe diese Streckenverlängerung gebaut. Ich will nur noch mal daran erinnern, auch wenn der Kalte Krieg nicht mehr ganz so frostig war, aber die Spuren des Kalten Krieges waren auch hier zu merken. Denn nach Siemensdamm sollte eigentlich auch der Bahnhof Rathaus Spandau ein Atombunker werden. Im Rohbau ist das auch geworden. Also zum Beispiel da, wo die Ellipse drüben steht, eine, glaube ich, 140 Meter lange, 13 oder 14 Meter hohe, aber 5 Meter dicke Betonmauer. Das hat eines Tages die CDU in der Bezirksversammlung dazu verleitet, zu sagen, wenn ihr wegen der Abmilderung des Kalten Krieges schon nicht mehr die Technik in den Atombunker einbaut, sondern den Rohbau als Bahnhof benutzt, dann klatscht doch bei dieser Riesenbaugrube und dem abgesenkten Havelgrundwasser einfach eine Tiefgarage ran. Nach unseren Berechnungen etwa 765 Stellplätze. Das heißt, wenn wir damals nicht so dämlich gewesen wären, sondern diesem Rat gefolgt wären alle, dann hätten wir dieses Problem in der Altstadt Spandau nie gehabt. Mein liebreizender Vorgänger im Amte, Onkel Werner Salomon, wollte an diesem Tag mit großem Getöse die U-Bahn-Einweihung nach Spandau nutzen, um seinen 55. Geburtstag zu feiern. Mit allem Drum und Dran. Nun hat er nicht mit der Hinterlist der bösen Schwarzen gerechnet. Für Spandau saß neben Lidl Lotte Berger zu der Zeit ein gewisser Helmut Buschbohm. Im Deutschen Bundestag als Berliner Vertreter, von vielen nur als Hinterbänkler verschmäht oder geschmäht, aber als
Seerechtsexperte für die Bundesregierung, jemand mit einem ganz, ganz kurzen Draht zu einem Herrn, zu dem viele gerne immer einen kurzen Draht gehabt hätten, nämlich zum Chef selber, zum Regierungschef. Und der hat dann einfach launigerweise mal den Herrn Bundeskanzler gefragt, deutsche Hauptstadt ist Ihnen doch immer ein Anliegen, wollen Sie nicht, wenn nun der schönste Teil der deutschen Hauptstadt nur entweder am Berliner U-Bahn-Netz angebunden wird, zu uns kommen und mit uns feiern. Ja, zum Leidwesen der Genossen hat die auch noch Ja gesagt. Hier war Himmel und Hölle los an dem Tag. Ich kann mich noch erinnern, mit meinem zarten Hinterteil, während einer Rede von Herrn Kohl auf dem Marktplatz bei der Konditorei Festa an der Schaufensterscheibe stand zu haben und hatte dann immer das Vergnügen, je nachdem wie die Massen an mich randrückten, zu sehen im Schaufenster von Festa, wie ich mal größer und mal kleiner wurde. Ich gedacht habe, wenn jetzt noch einer tritt, sitzt du in der Torte drin, aber dann hast du vorher wieder die Schaufensterscheibe. Es war so schlimm, dass die Sicherheitsbeamten ihren Boss gezwungen haben, die Veranstaltung abzubrechen und durch die Hintertür von Festa sich einfach abzusetzen, weil sie sagten, die können es nicht mehr garantieren. Wir sind auf dem Marktplatz, so viele Leute, da konntest du nicht mal eine Stecknadel mehr reinlassen. Und schoben einfach jedes Schaufenster, es wurde zu gefährlich. Das war eine Riesenfete. Hinzu kam noch, dass an diesem Tag das erste Mal in Berlin die Concorde landete. Ungefähr auch zu der Zeit, wo der erste Jubiläumszug eins. Ja. Seitdem sind wir also wieder ein Stückchen länger, nein, intensiver an Berlin angeschlossen. Herzlich willkommen, dass wenigstens die Rixdorfer sich auf den Weg gemacht haben, am Jubiläumstag uns hier zu besuchen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns hier in der Hafenrepublik und nachher vor allen Dingen ein heiles wieder nach Hause kommen, damit Sie mal erzählen können, Sie waren im schönsten Teil der deutschen Hauptstadt. Wir aus Rixdorf sind der Verein Freundinnen Kölns. Das ist der Partnerschaftsverein. Und das, der Rudo-Heimat-Verein, der im Prinzip mit der heimatpolitischen Vereinigung schon eine ganze Weile kooperiert. Insofern denke ich mal, funktioniert das. Die Freunde Neuköllns sind eigentlich nicht entstanden der Partnerschaft wegen, sondern der Werkstatt der Kulturen wegen. Wer die kennt, das ist ja ein altes Brauhaus, sollte abgerissen werden und der Chefredakteur des Corpus-Spiegel hat dagegen gekämpft, hat eine Arbeitsgruppe gebildet und damals war Buwit und Düng waren hier relativ gut angesehen, die Abgeordneten aus Neukölln. Die haben gesagt, wenn du eine Verwendung findest, dann erhalten wir das. Und dann haben sie lange rumgebastelt und haben mit der Frau John, die da angetan war, in einem Bereich zwischen Nord-Neukölln mit sehr vielen Migranten und Kreuzberg mit vielen Migranten ein Begegnungszentrum zu bauen. Voraussetzung war eine Untersuchung von einem Architektenbüro, ob es machbar ist und was das dann kostet und so weiter. Und dieses konnte nur beauftragt werden aus einem Pott, der nur an Vereine ging. Also musste ein Verein gegründet werden, das waren die Freunde Neuköllns, zum Erhalt der historischen Bauwerke Neuköllns. Unterstützung der Partnerschaften und Unterstützung bei den Veranstaltungen des Bezirks. Etwa so wie eine Bürgerstiftung formiert ist. Wir können also viel mehr arbeiten als nur mit den Partnerschaften. Aber es reicht uns, so ein bisschen diese 15 Partnerstädte in Kölns, sagen wir mal, in Angriff zu nehmen. Das andere, das wir 15. Wir rechnen Spandau dazu. Auch wenn Spandau uns nicht ganz voll nimmt, denn da draußen ist ja auch kein Schild, dass wir eine Partnerstadt sind. Und unser Bürgermeister, der hat damit auch nichts am Hut. Nur
Ich habe gesehen, er hatte die Urkunde in der Tasche. Ihr Vorgänger hat unterschrieben, seine Urkunde in partnerschaftlicher Freundschaft oder freundlicher Partnerschaft, die Verbindung zwischen Neukölln und Spandau. Und insofern ist es für uns die Verwaltung sagen jetzt, es war ein Spaß. Und wir sagen, Urkunde ist Urkunde, ihr habt unterschrieben und es ist also für uns eine Partnerschaft. So, Werkstatt der Kulturen. Da würde ich mal so ein bisschen anmassen, da haben wir dasselbe Problem wie Spandau mit Ruhleben. Es gibt viele Neuköllner Dinge, die anderen Bezirken zugeordnet werden, zum Beispiel, oder Dinge, die Neukölln zugeordnet werden, ohne dass in Neukölln liegen. Karstadt Neukölln liegt im Kreuzberg. Auch im Kreuzberg. Nicht ganz. Die Überbauung auf dem Gehweg, das ist Neukölln. Denn die Grenze ist genau die Bürgersteigkante, die üblich ist. Und deswegen musste unsere Bauaufsicht, als die also wieder da gebaut haben, ihr Wort mit reingehen. Der Türkenmarkt Kreuzberg, der liegt in Neukölln. Die Werkstatt der Kulturen mit ihrem Umzug, Karneval der Kulturen, ist keine Kreuzberger Einrichtung, ist eine Neuköllner Einrichtung. Denn es ist von der Werkstatt der Kulturen und die sitzen in Neukölln. Also, Herr Böckholz, die Berliner, die nehmen diese Grenzen der Bezirke nicht ganz so genau. Also ich freue mich, um es kurz zu sagen, dass wir neben diesen sogenannten offiziellen Partnerschaften auch diese zwar mit Urkunde beurkundete Partnerschaft haben, die die Bürger ja viel schneller und, sage ich mal, ohne Vorbuchung von irgendwelchen Fernreisen für 2,10 Euro zusammenführt. Und das hat ja auch schon eine gewisse Tradition, wo auch die heimatkundliche Vereinigung Spandau beteiligt ist. Und ich freue mich, dass wir den fortführen wollen nach Ihrem Besuch hier mit der Gegeneinladung. Und die sollten wir natürlich rechtzeitig vorher besprechen, dass wir dann auch rechtzeitig unsere Leute dazu einladen können. Schönen Dank. Es ist natürlich eine Freude, mit Neukölln am 1. Oktober verbunden worden zu sein. Aber der 1. Oktober ist eigentlich der traurigste Tag der Spandau-Geschichte. Am 1. Oktober 1920 ist Spandau nach Berlin eingemeindet worden. Das, ich weiß, aber Herr Spandau, aber Herr Herrmann, nur der Unterschied zwischen den Neuköllner Freunden und den Spandauern war, dass wir noch bis 1927 versucht haben, durch verschiedene Instanzen wieder aus Berlin rauszukommen. In der Bewegung weg von Berlin-Bewegung, das haben die Neuköllner nicht versucht. Also für uns ist, kleinen Spaß beiseite, eins muss man natürlich ganz klar sagen, wären wir 1920 nicht eingemeindet worden, wären wir 1945, 46 ein Teil der sowjetisch besetzten Zone und 40 genau. Jahre ein Teil des unfreien Deutschlands geworden. Also von der Warte her ist es sehr bedeutend, dass wir am 1. Oktober eingemeindet wurden. Wir haben ihn und die Männer mal Berichte gemacht. Zweimal in Berlin, dann in Sandsteingewölbe herstellen lassen, dazu das Zertifikat. Und die haben wir herstellen lassen anlässlich einer Ausstellung, die wir uns vom Landesstraßenbauamt Brandenburg besorgt haben. Die gesamte Ausstellung ist quasi in diesem Heft festgehalten. Herr Wanner, Sie hatten ja gesagt, dass Sie sich für die Restaurierung eines Meilensteins einsetzen wollen. Ja. Heute ist wahrscheinlich der schöne Rose. Genau, der Rose. Und auch Ihnen dann die Broschüre und das Zertifikat dazu. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Machen Sie für mich.